Die Nationalhymne. Meine Damen und Herren, zu Anfang ein paar Kommunikationsprobleme gehabt. Ich höre die Kollegen in Wiesbaden. Ich begrüße Sie also noch einmal zum ersten Europameisterschaftsqualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft hier. Und die Aufstellung der Nordiren zuerst. Nur ein einziger Neuling in dieser Mannschaft, Ian Stewart mit der Nummer 11. Die restlichen Namen mögen Sie kennen von der Weltmeisterschaft in Spanien. Wenn Sie das nordirische Team, das ja eine Überraschungsmannschaft war, ein bisschen verfolgt haben. Der Trainer Billy Bingham, ein sehr dynamischer Mann. Mit der Nummer 8, Whiteside, mit 17 Jahren, der jüngste WM-Spieler aller Zeiten. Martin O'Neill, McLellan, das sind Namen, die Ihnen vielleicht noch im Gedächtnis haften geblieben sind. Fast dieses Stadion. Es ist nicht ganz ausverkauft, ich schätze 35.000. Kein Wunder bei dem schlechten Wetter, das hier seit Tagen herrscht. Und nun werden wir gleich die deutsche Mannschaft haben. Keine Überraschung im Team, es wird die Aufstellung sein, die Ihnen eigentlich seit Tagen bekannt ist, seitdem klar war, dass Karl-Heinz Förster nicht wird spielen können. Uli Stielik also mit der 3 auf der Libero-Position, dazu mehr. Später Strack mit der 4, 5 Bernd Förster. Dann das Mittelfeld mit Matthäus, Briegel und Bernd Schuster. Da hatte man gelegentlich den Eindruck, als würde hier nur Schuster spielen, so viel wurde über ihn geschrieben. Und dann der Angriff mit Litbarski, die 7, Klaus Allof, die 10 und mit der 11 Karl-Heinz Rummenigge, das C dahinter, heißt Captain, also der Mannschaftskapitän. Auf der Bank sitzen Eike Immel von Borussia Dortmund und als Reservetorwart Stefan Engels vom 1. FC Köln, Meier, Werder Bremen, Milewski, HSV und Rudi Völler, ebenfalls von Werder Bremen. Man hatte so ein bisschen im Vorfeld daran gedacht, dass er vielleicht statt Allof als dritter Mann in den Sturm gehen würde, als Nachfolger möglicherweise von Fischer und von Rubesch. Jupp Derwall traut ihm einiges zu, sonst wäre er auch nicht in diesem Team. Aber er wollte ihm die Belastung, gleich bei einem Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft debütieren zu müssen, einfach
einfach nicht zumuten, sicher eine Entscheidung, die man verstehen kann und die man auch akzeptieren muss. Das ist Bernd Förster, das ist Bernd Schuster. In seinem ersten Länderspiel nach 18 Monaten Pause, es ist viel über ihn geschrieben worden. Ich schlage vor, wir stellen ihn einfach nur auf den sportlichen Prüfstand und wollen sehen, ob er tatsächlich die Verstärkung ist, für die ihn viele halten. Das Spiel hat begonnen. Und Toni Schumacher, die ersten Pfiffe, die ersten Buhrufe, man wird sehen, ob sie sich grundsätzlich nur gegen die deutsche Mannschaft richten oder ob der Kölner aber hier noch an der Last der WM zu tragen hat. Strack, Pierre Livasi, rechts bietet sich Kalt an. Matthäus. Und erster Ballkontakt für Schuster. Hans-Peter Briegel auf Schuster, dessen Rückkehr sich dann, als er dann endlich dabei war, doch ziemlich unauffällig vollzog. Und Freistoß für die deutsche Nationalmannschaft. Freistoßentscheidung durch Schiedsrichter Rolf Nyhus aus Norwegen. Aufgerückt ist Strack. Ja, und die erste gute Tormöglichkeit durch Pierre Libarski, dessen Namen Sie sogar auf der Insel inzwischen buchstabieren können. Das ist ein großes Kompliment an den kleinen Kölner, den Sie hier fürchten, ebenso wie Karl-Heinz Rummenigge. Die Europapokalspiele, das Länderspiel in Wembley mit dem 2:1, das ist hier gut in Erinnerung. Vor Libarski und Rummenigge, einem Weltklasse-Sturm, um den uns viele auf der ganzen Welt beneiden, da haben die Nordiren besondere Angst. Stielicke. Oder wenn Stielicke nach vorne aufrückt, dann lässt sich Gerd Strack in die Position des letzten Mannes zurückfallen. Wir haben ihn. Letzter Mann. Ja, Matthäus suchte Klaus Allofs, der gefoult worden war. Der Linienrichter hat den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht. Das war im Bild nicht zu sehen. Freistoß für die deutsche Nationalmannschaft. Libarski auf Briegel. Und erster Eckball für die deutsche Nationalmannschaft. Karl-Heinz Rummenigge wird den Eckball ausführen. Über Rummenigge und Libarski ist hier sehr viel geschrieben worden in den nordirischen Zeitungen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der ja nach seiner WM-Verletzung relativ schnell wieder seine alte Weltklasseform zurückgefunden hat. Libarski, oh, Schiedsrichter lässt weiterspielen, das hätte man auch anders sehen können. Das schien ja, als sei Libarski doch sehr unfair gestoppt worden.
Whiteside, gefoult von Kalt. Norman Whiteside mit 17 Jahren, wie gesagt, jüngster WM-Teilnehmer in Spanien. Ein sehr robuster, torgefährlicher Spieler, von dem man sagt, er sei das größte Talent der Nordiren seit Georgie Best. In den letzten Wochen aber von einer Formkrise ein bisschen geplagt. Wir werden sehen, wie stark er heute tatsächlich ist. Tor ab, entscheidet der Linienrichter. Der Schiedsrichter deutet auf Eckfall. Willie Hamilton erzwingt also den ersten Eckstoß für die Nordiren. Hamilton mit der Nummer 9, ein ganz gefährlicher Kopfballspezialist. Beim 2-2 Hamilton hier neben Strack am hinteren Torposten. Beim 2-2 der Nordiren gegen Österreich erzielte er 2 Treffer. Und Postschuss durch John O'Neill. Nachdem vorher Hamilton den Ball knapp verpasst hat, es dauert einen Augenblick mit der Zeitlupe, so 10 Sekunden haben uns die Kollegen des Fernsehens gesagt. Ich hoffe, wir sehen eine Wiederholung. Noel Brotherson wirft ein, John O'Neill und Stielicke. Wie schwer es ist, auf kurzem Raum Pässe zu spielen. Der Boden sehr tief, der Ball sehr glatt, schwer berechenbar. Da muss man einfach Abstriche machen, da darf man kein technisch perfektes Spiel erwarten. Und Schumacher vor Ian Stewart. Stewart ist der Einzige, der nicht bei der WM in Spanien dabei war. Ansonsten baut Trainer Billy Bingham also auf bekannte Namen. Ging kein Risiko ein, keine so gravierenden Änderungen wie im Team der deutschen Mannschaft. Nickel und Jim Platt. Das war ein bisschen überraschend, dass er im Tor stand. Man hatte eigentlich mit Pat Jennings, dem Rekordnationalspieler, gerechnet. Zumal Jim Platt auch bei dem Qualifikationsspiel in Österreich zumindest an einem Tor schuld gewesen sein soll. Rummenigge. Schuster geht mit in die Spitze. Klaus Allof bietet sich an aus dem Rückraum. Basketball Bayern, Chris Nickel, Martin O'Neill und ein Einwurf für Nordirland. Im Team von Nordirland. Die meisten leben ja von der Kraft, von der Gradlinigkeit ihres Spiels. McElroy sicher ein ausgeborener Techniker. Und Freistoß nach diesem Foul von Stielicke. 28 Jahre ist er alt, Sammy McElroy, den wir noch einmal groß gesehen haben. Freistoß durch Jimmy Nickel. 15 Länderspiele hat einer der erfahrensten im Team von Nordirland. Hamilton. Und Förster klärt hier, Schuster.
Der Litwarski, der ganz hinten aushilft und der sich auf engstem Raum noch zu befreien weiß. Freistoß nach einem Foul an Litwarski von Noel Brotherson. Man sieht, dass die Nordiren in den Zweikämpfen hart attackieren, ohne dass sie überhart sind. Aber sie gehen schon ganz ordentlich zur Sache. Rechts bietet sich kalt an, schön gesehen von Rummenigge. Riegel. Und Einwurf. Ball war über der Auslinie. Es ist dies das sechste Aufeinandertreffen einer nordirischen und einer deutschen Nationalmannschaft. Ein einziges Unentschieden 1958 bei der WM in Malmö. Ansonsten vier Siege bisher für die Deutschen. Und auch die Tatsache, dass sie in der Europameisterschaft spielen, in der regulären Spielzeit zumindest, bisher unbesiegt sind, lässt hoffen, dass sie auch dieses erste Qualifikationsspiel gut überstehen. Hamilton. Ian Stewart läuft mit. Hamilton gegen Frack. Und der Kölner bleibt Sieger. Wäre Karl-Heinz Förster nicht verletzt worden und hätte hier spielen können, dann wäre Frack sicherlich heute der Libero. So aber hat Jupp Derwall eine Aufstellung gesucht, die alle Möglichkeiten der Kombination auch in der Abwehr und der Umstellung möglich lässt. Denn Strack hat sein volles Vertrauen, zumal nach dem letzten hervorragenden Bundesligaspiel in München. Das waren Norman Whiteside, Sammy McElroy, Noel Brotherson, Matthäus und Toni Schumacher. Schuster. Bietet sich wieder an, ja. Schuster hat gesagt, er würde die Rolle des Spielemachers übernehmen, wenn die Mannschaft ihm diese Rolle zutraut. Ansonsten aber war er ja auch immer ein mannschaftsdienlicher Spieler, das darf man nicht vergessen. Schönes Direktspiel jetzt. Briegel. Kielik in der Mitte. Norman Whiteside. Mel Donaghy war das, der hier nach knapp 13 Minuten Spielzeit die vielleicht größte Tormöglichkeit nach dem Postschuss ausließ. Also wenn man nach den Torchancen geht, leichte Überlegenheit für die Nordiren, ein Postenschuss, dann diese Chance, die wir jetzt noch in der Zeitlupe sehen, der Pass von Whiteside und dann Mel Donaghy, der den Ball über das Tor hebt. Die deutsche Mannschaft ist gewarnt, obwohl dieser Fußball schlicht und einfach aussieht, ist er gefährlich. Das weiß man nicht zuletzt seit der WM in Spanien. John McLelland, Innenverteidiger, bei den Glasgow Rangers spielend, die vor kurzem ja mit 0:5 beim 1. FC Köln förmlich vom Platz gefegt wurden. Alle Spieler übrigens in englischen oder schottischen Profivereinen.
Jelibarski rechts bietet sich kalt an. 5 gegen 5. Und Jimmy Nickel klärt vor Karl-Heinz Rummenigge zum zweiten Eckball. Diese Gruppe 6, in der sich die beiden Mannschaften gegenüberstehen, ist die einzige mit 3 WM-Teilnehmern. Ja, da müsste schneller, müsste direkter gespielt werden. Whiteside hatte sich schön angeboten. Rechts von Neil und Whiteside. Der einen unglaublich harten Linksschuss hat. Hamilton. Die dritte große Torchance. Und dieser Ball, er war sicherlich nicht leicht zu parieren für Toni Schumacher. Ungeheuer harter Linksschuss. Jetzt schon Stimmung auf hier in diesem Stadion, das sehr eng, sehr klein ist. Die Zuschauer dicht am Spielfeld ran. Manny Kals mit 29 Jahren, der älteste im Team, der Senior. Sammy McElroy. Martin O'Neill, der Kapitän. Und viel läuft über den rechten Außenverteidiger, Jimmy Nickel. Hamilton. Ian Stewart gegen Kals. Und Tor! Das 1:0 durch Ian Stewart. Ein verdeckter Schuss für Toni Schumacher ins lange Eck in der 18. Spielminute. Noch einmal Kals, der Ian Stewart vielleicht nicht hart genug attackiert, nicht konsequent. Und ins äußerste rechte Eck unerreichbar für Toni Schumacher. Ein Ball, der sicherlich auch erst im letzten Augenblick in seiner ganzen Gefährlichkeit zu sehen war. Also Nordirland führt 1:0. Die deutsche Mannschaft im ersten Europameisterschaftsqualifikationsspiel in Rückstand. Hamilton. Mit der Nummer 9, der im Liga-Cup wegen eines Platzverweises, trotz eines Platzverweises hier weiterspielen darf. Denken wir an Dremmler, der beim Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach des Feldes verwiesen wurde und auf ihn hat der Bundestrainer verzichtet. Die Nordiren sind also nicht so zimperlich, sehr viel großzügiger Spieler, die in Ligaspielen des Feldes verwiesen werden, dürfen in der Nationalmannschaft weiterspielen. Bernd Förster, da rechts ist niemand. Und wieder Ian Stewart gegen Kals und Strack. Die Deutschen müssen vielleicht jetzt ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel bringen. Das sieht immer noch sehr hektisch aus. Das Spiel auseinanderziehen. Von Kapitän Martin O'Neill an Hans-Peter Briegel. Vielleicht zeigt sich auch jetzt, ob Bernd Schuster ein Mann ist, der in solchen Phasen das Spiel beruhigen kann.
so ein bisschen die Nervosität, den Druck von der Mannschaft nehmen kann. Sowas sollte Manfred Kalt nicht passieren. Ein Einwurf Ian Stewart direkt vor die Füße. Auch solche unnötigen Ballverluste haben oft schmerzliche Konsequenzen. Nun also Einwurf für Nordirland. Da ist Whiteside wieder, der mit allen Haken und Ösen kämpft. Da hätte man sicher auch Freistoß pfeifen können. Das war nicht sauber, was der 17-Jährige da alles gemacht hat. Und Gerd Strack leicht angeschlagen nach seinem Duell gegen Hamilton. 1,85 sind beide, glaube ich, groß. Da muss einer auf dem Flügel bleiben. Hans-Peter Briegel stieß in die Mitte. Keine Anspielstation für Pierre Littbarski. Neuaufbau, diesmal über die rechte Seite. Uli Stielicke. Gut gedacht als Pass für Schuster. Littbarski. Und Jimmy Nichols. Eckball Nummer 3 für die deutsche Nationalmannschaft. Es gab hier strenge Sicherheitsvorkehrungen, meine Damen und Herren. Das Stadion wurde am frühen Nachmittag komplett untersucht. Nach Bonn wurde gefahndet. Für Sicherheit tut man hier in Nordirland fast alles. Eckball durch Pierre Littbarski. Und sofort der Konter über Hamilton. Ja, da hat Matthäus Glück gehabt, dass sein Fehler nicht zu schwerwiegenden Folgen geführt hat. Da sieht momentan alles noch ein bisschen durchsichtig aus, wenig zwingend. Verlust Rummenigge, Mel Donaghy. Kein Foulspiel entscheidet der Schiedsrichter. Oder doch, jetzt entscheidet er doch Foulspiel von Kalt, nachdem es so aussah, als würde er weiterlaufen lassen. Martin O'Neill. Thank you.
Spiel des nordirischen Kapitäns. Da soll es keine Diskussion geben. Er hat ganz klar gesperrt. Freistoß für die deutsche Nationalmannschaft. Rummenigge und Litbarski. Zum zweiten Mal, dass Karl-Heinz Rummenigge einen gefährlichen Rückpass spielt, immer wieder auf Bernd Förster, der gut bewacht wird. Erstaunlich viele Ballverluste für die deutsche Mannschaft in dieser Phase. Am Sonntag ist er Vater geworden, Pierre Litbarski, Vater einer kleinen Tochter. Noel Brothers Nesse, 25 Jahre alt, auch wenn er aufgrund seines hohen Teils älter aussieht. Und der Eckball. Der dritte Eckstoß für die Nordiren. Brotherson zusammen mit Kapitän Martin O'Neill. Und in der Mitte, da steht Strack bei Hamilton. Da ist Hamilton. Klaus Allop. Ja, und der Linienrichter winkt, der Schiedsrichter zeigt es an. Kein regelgerechter Einsatz des Kölners. Die Nordiren haben hier ganz deutlich mehr vom Spiel bisher. Rummenigge. Bernd Schuster. Allzu viel ist ihm noch nicht gelungen in dieser ersten halben Stunde. Noch immer Hamilton. Nordiren stören auch relativ früh bei der Ballannahme. Schuster, erneuter Ballverlust. Wir wollen das zunächst nur festhalten. 30 Minuten sind vielleicht zu wenig, um die Leistung von Schuster schon zu werten. Aber immerhin, allzu viel hat er bisher noch nicht gebracht. Das waren doch 3-4 Meter, aber immerhin hat er versucht, nachdem auch kein Anspielpartner zu finden war, Hans-Peter Briegel vom 1. FC Kaiserslautern, in seinem 37. Länderspiel. Bundestrainer Jupp Derweil, der verständlicherweise alles andere als glücklich aussieht, von Whiteside. Wir sind einfach an den Zweikämpfen entschlossener, stärker, vielleicht auch ein bisschen glücklicher. Bisher jedenfalls leichte Unaufmerksamkeit von Stark und Martin O'Neill. 30 Minuten sind gespielt, meine Damen und Herren. Noch immer klare Überlegenheit für die Nordiren. Ian Stewart gegen Kalt.
Seans wird schnell ein trickreicher Stürmer, da verpendelt er sich, verliert den Ball. Immer noch nicht Baski. Und Simplet. Die schönste Aktion der deutschen Mannschaft bisher. Es war eine Einzelleistung von Pierre Littbarski, dem 22-jährigen Kölner, der immer, wenn es gegen britische Mannschaften geht, zu besonders guten Leistungen aufläuft. Ekpalado. Er kann gefährlich schießen. Ja. Zwei Chancen jetzt innerhalb von so kurzer Zeit. Weitschüsse, Flachschüsse sind sicher kein schlechtes Rezept bei diesem nassen Boden und bei diesem nassen Ball. Jim Platt ist 30 Jahre alt, hat trotz seiner 30 Jahre erst 17 Mal international gespielt. Schon wie gesagt viele Jahre im Schatten von Pat Jennings. John McLellan, Sieger gegen Rummenigge. Das ist zu durchsichtig. Da läuft fast alles über die Mitte. Da müssen die Außenpositionen mal besser besetzt werden oder besser besetzt bleiben. Denn wenn alles durch die Mitte drängt, da ist einfach kein Durchkommen gegen die kompakte und robuste Abwehr der Nordiren. Schön, wie Rummenigge hier den Ball abschirmt, abdeckt. Stielicke, Schuster. Ian Stewart. Er bleibt auf dem Flügel. Vielleicht liegt darin auch mit das Geheimnis der Überlegenheit der Nordiren, dass ihre Position zunächst halt immer noch Stewart. Sucht Hamilton. Der Ball ist noch im Spiel. Noel Brotherston. Right side. Da ist fast jeder Angriff ist hier gefährlich. Die deutsche Mannschaft auch ein bisschen leichtsinnig im Abspiel. Uli Stielicke. Rummenigge, sehr schön in die Spitze gelaufen. Kalt.
Ja, da hat er von seinem eigenen Torwart nicht so richtig getraut. Mel Donaghy, der Linksverteidiger von Luton. Billy Hamilton unzufrieden mit diesem Fehlpass. Wohl aber kaum unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Immerhin sind die Nordiren seit 3 Jahren zu Hause ungeschlagen. Auch das musste Warnung für die deutsche Nationalmannschaft sein. Und momentan jedenfalls sieht es nach einer entscheidenden Wende zumindest noch nicht aus. Den Pass geht, aber im Abseits. Ja, das war schön gedacht. Direkt gespielt, aber Pierre Littbarski ganz knapp im Abseits. Hamilton gegen Strack. Littbarski sucht, da ist wirklich niemand, den er anspielen kann. Dann kommt der Querpass auf den rechten Außenverteidiger, auf Manikals. Die Nordiren decken den Raum sehr gut, decken die Männer sehr gut, dann, wenn es eng wird, vor dem eigenen Strafraum. Und das ist schwer für die deutsche Mannschaft, ein Durchkommen zu finden. Schuster. Zuspiel erkannt, Ballverlust. Da kann man sicher geteilter Meinung sein. Die Aktion galt nicht nur dem Ball, Priegel traf auch den Ball und erst dann fiel Jimmy Nickel über das Bein des Lauterers. Schiedsrichter Rolf Nyhus aus Norwegen entscheidet anders. Ian Stewart, das waren gut und gern 35 Meter, aber allzu viel hat er das deutsche Tor auch nicht verfehlt. Sie gewinnen fast jeden Zweikampf. Uli Stielikes Ballverlust und Foul von Briegel. Diesmal ganz eindeutig. Ja, das sollte der Lauterer sich nicht beschweren. Das war ganz eindeutig Foul über Hans-Peter Briegel. Noel Brotherson, der Mann mit der hohen Stirn, der sieht das ganz gelassen. Indirekter Freistoß zeigt der Schiedsrichter an. Und Jimmy Nickel wird ausführen. Strack, der Hamilton verfolgt. Das ist gut zu sehen. Da waren die beiden wieder. Ja, und da hat sich Hamilton ganz eindeutig aufgestützt. Sonst hätte der Kölner diesen Ball gehabt, der von allen Abwehrspielern die schwerste Aufgabe hat heute Abend, glaube ich, gegen Hamilton. Diesen wuchtigen Mann mit der Nummer 9. Erneuter Ballverlust, Schuster. Wir beschränken uns zunächst mal auf die Aufzählung, aber es fällt doch auf, dass Bernd Schuster hier nicht die Leistung bietet, die wir von ihm in den letzten Länderspielen vor seiner 18-monatigen Pause gewohnt waren und die wir eigentlich auch so ein bisschen erwartet hatten.
obwohl man ja annehmen musste, dass ein Comeback schwerfallen wird. Rummenigge. Briegel. Schuster gegen Mel Donaghy. Und ein Missverständnis. Ja, ich nehme an, Bernd Schuster wird sich sein Comeback auch anders vorgestellt haben. 22 Jahre ist er alt, sein 15. Länderspiel heute. Von Niklan Pierre Litbarski. Freistoß durch Klaus Allof, der in der Nationalmannschaft und auch beim 1. FC Köln zuletzt ja ansteigende Form zeigte, nachdem er lange Zeit ja unauffällig blieb. Und Glück, dass Ian Stewart hier den Ball nicht unter Kontrolle brachte. Noch einmal Schuster. Von Norman Whiteside an Bernd Förster. Knapp eine Minute bleibt der deutschen Nationalmannschaft noch den 0:1 Rückstand durch ein Tor von Ian Stewart in der 18. Minute wieder wettzumachen. Momentan aber hat es den Anschein, als sei Nordirland die eindeutig überlegene Mannschaft. Eine kleine Fußballnation, die ja nur eine einzige Profiliga hat, deren beste Spieler sofort immer ins Ausland gehen, weil sie dort mehr Geld verdienen können, die dennoch eine ordentliche Nationalmannschaft auf die Beine bringen. Armstrong. Bernd Schuster. Riegel sollte vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr zum Tor gehen, ja, aber das ist schwer gegen diese stabile Deckung. Selbst der kräftige Lautre tut sich da sehr schwer. Fünfter Eckball für die deutsche Mannschaft. Bernd Schuster, noch 15 Sekunden sind zu spielen, wenn der Schiedsrichter pünktlich abpfeift. Also die letzte Aktion wohl in dieser ersten Halbzeit. Und Briegel. Knapp 30 Zentimeter haben da bei diesem Kopfball gefehlt. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und ich gehe davon aus, dass er jetzt jeden Augenblick abpfeift. Da ist der Halbzeitpfiff. Mit 1:0 also führt Nordirland gegen den Favoriten, die Mannschaft aus der Bundesrepublik Deutschland, durch ein Tor von Ian Stewart in der 18. Minute. Ein Ergebnis, das durchaus dem Spielverlauf entspricht. Das sicherlich aber für die meisten hier im Stadion und auch für uns, das muss ich ganz ehrlich gestehen, ein bisschen überraschend ist. Denn zumal nach dem 0:2 der schwachen Vorstellung der Österreicher in Wien beim ersten Europameisterschaftsqualifikationsspiel, da waren die Deutschen hier haushoch favorisiert.
Bruno Petzai brachte dies zum Ausdruck in einem Interview. Nun also steht es 0-1. Ich bin gespannt, was Bundestrainer Jupp derweil sich einfallen lässt. Ich gebe zunächst zurück in die Sendezentrale zu den Heute-Nachrichten. Hier ist wieder der Windsor Park in Belfast. Beide Mannschaften sind unverändert aus den Kabinen gekommen. Sie haben die Halbzeit so ein bisschen dazu genutzt, mit den österreichischen Kollegen dieses Spiel auch übertragen. In 45 Minuten zu reden. Und zunächst erstaunt über die gute Leistung der Nordiren. Die hatten sie auch ganz anders in Erinnerung, aber auch enttäuscht vor die Qualität der deutschen Nationalmannschaft. Es ist nominell bis auf die Verletzung von Karl-Heinz Förster, der fehlt, sicher das Aufgebot zurzeit im deutschen Fußball. Die Nativen sitzen auf der Bank. Bessere Spieler wird wohl kaum jemand den Bundestrainer nennen können. Die Elf gegenüber dem 2-1 von Wembley verstärkt, so dachte man, durch die beiden Legionäre, durch Uli Stielicke, der nicht dabei war, durch Bernd Schuster. Aber die deutsche Mannschaft ist schwer hier in Nordirland. Rummenigge. Ballverlust. Ein ganz gefährlicher Schuss von Mel Donaghy, dem Linksverteidiger. Es beginnt also die zweite Halbzeit, so wie die erste geendet hat. Klare Überlegenheit, vor allen Dingen was Torchancen anbelangt bei den Nordiren. Und Eckball durch Sammy McElroy. Liefern sich Strack und Hamilton auf der Linie bereits wieder Duelle. McElroy, Hamilton und der Kapitän Martin O'Neill, die zweite große Chance, noch nicht einmal 2 Minuten spielt. Jetzt endlich jemand Ruhe in das Spiel der deutschen Mannschaft bringen. Kalt, Schumacher, noch einmal die Zeitlupe, Hamilton, dann Martin O'Neill, der Kapitän. Gute Möglichkeit. Und schon wieder der nächste Angriff. Litbarski. Sie sind enorm zweikampfstark, die Nordiren. Kalt auf der Suche nach einem Anspielpartner. Mel Donaghy, Hamilton, Sammy McElroy. Nicht ganz hasenrein, was Schuster da gemacht hat. Jetzt wird es ein bisschen hektisch und da schlägt Ian Stewart nach. Ich bin gespannt, ob der Schiedsrichter auf Stewart ermahnt. Er versucht hat, Kalt hier zu schlagen. Sicherlich keine leichte Aufgabe für Rolf Nyhus. Der Norweger versucht, beide zu beruhigen. McElroy, Whiteside, auf Ian Stewart. Brothers, enorm schnell
Pionieren geben keinen Ball verloren. Kämpfen. Bernd Schuster. Da sind einfach unnötig viele Ballverluste dabei, technische Fehler, die man eher von den Iren erwartet hätte. Schuster. Ja, man will Bernd Schuster nicht zu früh Unrecht tun, aber bisher war sein Comeback alles andere als berauschend. Er hat ja selbst in einem Interview gesagt, er bringt momentan 60-70% seines Leistungsvermögens. Alof durch die Beine. Ja, und harter Einsatz gegen Ulrich Dielicke von Hamilton. Die deutsche Mannschaft mit frischen, mit trockenen Hemden. Die waren sicher durchnass bis auf die Haut, auch inzwischen nieselt es wieder, nachdem es für kurze Augenblicke aufgehört hatte und wir alle hofften, dass wir das Spiel jetzt trocken zu Ende bringen würden. Alof, Rummenigge. Ja, und ein schöner Freistoß direkt in die Hand von Jim Flash. McElroy. Ja, der Ball war nicht zu erreichen für Jimmy Nickel. Mit einem Beitschuss. Die Nordiren probieren es zumindest. Ich bin an erfrischenden, geradlinigen Fußball. Da ist die ganze Mannschaft in Bewegung. Vor allem die deutsche Abwehr hat Schwierigkeiten. Zwei Spitzen, die in der Mitte den Raum eng machen. Dazu zwei hängende Außenstürmer. Da tut sich die deutsche Abwehr momentan sehr, sehr schwer. Harter Zusammenfall. Bernd Förster bleibt benommen liegen. Rummenigge. Ja, und ich darf Ihnen sagen, dass der Stuttgarter inzwischen wieder steht. Er hat einen harten Schlag ins Gesicht bekommen. Spiel Briegel entscheidet der Schiedsrichter, nachdem Lothar Matthäus einen Freistoß für die deutsche Mannschaft haben wollte. Und Ian Stewart, er bleibt permanent am linken Flügel, immer anspielbar, erneut Stewart. Whiteside. So sind die noch hier gewöhnt. Deswegen die Pfiffe. Hier wird normalerweise bei solchen wie bei dem wohl nicht gepfiffen. Hallo. Ja, Karl Malow hat sicher mit
den präzisen Schuss in der Bundesliga ansatzlos. Deshalb eine richtige Entscheidung, mal auf größerer Distanz zu schießen. Und Jim Platt. Vielleicht müsste er jetzt einmal versuchen, neue Impulse zu geben, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Das hat er beim FC Bayern auch gekonnt. In einer Doppelfunktion, gelegentlich, vor allen Dingen dann, wenn Paul Breitner fehlte, als Spielmacher und als gefährlichster Angreifer. Vielleicht müsste Karl-Heinz Rummenigge versuchen, diese Rolle zu übernehmen, nachdem auch Bernd Schuster sie offensichtlich auszuführen nicht in der Lage ist. Matthäus. Na. Mit ganz einfachen, geradlinigen Zügen, da gewinnen sie kaum die Nordiren. Und Schumacher vor Hamilton. Stewart war das, der diesen Ball hereingebracht hatte. Das geht ganz einfach, ganz schnelle, geradlinige Spiele. Da steht immer irgendjemand frei. Zeit in der Mitte. Foul an Rummenigge. Foul von John O'Neill. Und gelbe Karte. Die erste gelbe Karte in diesem Spiel für John O'Neill, den 23-jährigen Innenverteidiger, der bei Leicester City spielt. Gewunken, sonst hätte der Münchner hier nachgesetzt. McIlroy mit allen erlaubten und unerlaubten Trinks gekämpft. Unerlaubt hat der Schiedsrichter wohl nicht gesehen. Mike Hals gerade. Das Spiel der deutschen Mannschaft wird jetzt ein bisschen druckvoller, ein bisschen schneller. Orientiert sich wieder in Richtung Strafraum. Und Einwurf durch Noel Brotherton.
Gerd Strack bietet sich auch in seinem zweiten Länderspiel eine souveräne Leistung. Hat mit Hamilton als Gegenspieler die wohl schwerste Aufgabe. Und was der Schiedsrichter hier gesehen hat, Herr Nyhus aus Norwegen, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Donaghy, noch immer Donaghy, schöner Doppelpass, Donaghy und Ball im Aus. Der Regen ist wieder stärker geworden, meine Damen und Herren, und es geht ein unangenehmer Wind, der das Spielen hier sehr, sehr schwer macht. Das ist Mel Donaghy. McIlroy und Abseits von Noel Brotherson. Gut eine Stunde ist inzwischen gespielt, noch immer also 1-0 für die Nordiren. Anfangsdruck der zweiten Halbzeit ist ein bisschen raus aus ihrem Spiel. Vielleicht sollte die deutsche Mannschaft jetzt einmal konsequenter in Richtung nordirisches Tor zumindest zu marschieren versuchen. Kölner Strack, da kann sich die Abwehr, glaube ich, inzwischen bedanken, dass es nicht noch viel gefährlicher geworden ist. Gerd Strack mit einer ganz soliden, zuverlässigen Leistung. Und Litbarski. Da steht niemand frei. Nicht die Möglichkeit, einmal steil zu spielen. Dieses Bild zeigt es ganz deutlich. Der Querpass. Schuster, keine Anspielstation und Ballverlust im Zweikampf. Ja, ich weiß nicht, ob Sie so gut hören konnten, wie wir hier oben auf der Tribüne. Da wird auch durchgezogen. Ball im Aus. Litbarski. Eifrig, der kleine Kölner, der auch hier nachsitzt, aber auch eher glücklos wie die gesamte Mannschaft bisher. Noel Brotherson. Matthäus, vorbildlich im Einsatz, der Gladbacher. Ian Stewart gegen Stielicke, vorbei an Stielicke, Whiteside stand in der Mitte, wartet. Riegel im zweiten Anlauf, Gott sei Dank. Und Rummenigge. Zwei Deutsche zunächst gegen fünf Nordiren. Jetzt ist auch Schuster mit aufgerückt. Das dauert einfach zu lange. Die deutsche Mannschaft rückt nicht schnell genug nach, als dass Konter hier gefährlich würden. Schuster. Schöner Steilpass auf Hemmeln.
Vorbei, Toni Schumacher. Und erneut Gerd. Der Kölner wirklich mit der besten Leistung in der gesamten Abwehr. Und dann wieder so ein unnötiger Fehlpass. Ob nicht der einfachere Pass, ja der bessere, nicht der spektakulärere. Stielicke. Martin O'Neill. Whiteside. Oh, die deutsche Mannschaft schwimmt da unglaublich. Sammy McElroy. Noel Brotherson. Und Schumacher. Deutsche Mannschaft laufen sich gleich drei Spieler warm. Völler, Miletti und Meier. In der Abwehr, da darf nichts passieren, denn Jupp Derwall hat keinen einzigen Abwehrspieler auf der Bank. Und zusätzlich für Offensivdruck zu sorgen, das wäre jetzt sicherlich das verkehrte Zeug. Jetzt ist auch der vierte Auswechselspieler auf der Laufbahn, Stefan Engel vom 1. FC Köln. Also bis auf Torwart Eike Himmel, da machen sich jetzt alle warm. Vielleicht ist das ja nur ein kleiner psychologischer Trick, um die anderen mal ein bisschen anzuspornen. Da sehen Sie sie, Völler, Miletti. Der Bundestrainer muss hier etwas einfallen lassen, denn so konfus wie gerade in den letzten 10 Minuten habe ich die deutsche Mannschaft schon lange nicht mehr gesehen. Paul Anschuster. Rummenigge bietet die Briegel an. Standardsituation, die drei Spieler tut, die deutsche Mannschaft momentan sehr. Erreichen dieser lange Ball für Pierre Lebarski, der nach dem Aufsitzen natürlich auf dem glatten noch schneller wird. Stielicke. Whiteside gegen Förster. Ja, wohin soll er spielen, Rummenigge? Da lockt ihn niemand frei. Reißt eine Gasse auf, die den Münchner zu einem Pass zwingen würde. Lipaski, Rummenigge! Lipaski! Und Abseitsentscheidung für Schiedsrichter. Abseits, ich bin da nicht so sicher. Vielleicht sehen wir jetzt die Zeitlupe. Der Schiedsrichter hatte lange gezögert auf den Linienrichter geblickt. Und entschied dann erst auf Abseits. Knapp 70 Minuten sind bis zu diesem Zeitpunkt gespielt. Da hätte der Ausgleich also gut getan, nachdem die Nordiren ja mit 1:0 durch das Tor von Stewart führen. Schade, keine Zeitlupe. Die Deutschen müssen
müssen es jetzt vielleicht auch mal mit Vorchecking versuchen. Viren beim Aufbau bereits stören. Am Tor vorbei. Mal wieder eine anständige Torchance. Klaus Allof aus gut 25 Metern. Darwin rechts mit der Nummer 9, der Kölner Klaus Allof in seinem 24. Länderspiel. Der Ayub Derwa gibt Anweisungen. Norman Whiteside. Auch sie ist ein gefährlicher Schuss. Nicht extrem hart, aber platziert und verdeckt. Ganz kurz geschossen aus dem Fußgelenk. Was Jupp Derwall vorhat, meine Damen und Herren, das ist jetzt klar. Stefan Engels und Rudi Völler werden eingewechselt. Für Engels wäre es das vierte Länderspiel, das fünfte Länderspiel und für Völler das Debüt. Da haben wir die beiden rechts den Bremer. 22 Jahre ist er alt. Und es gehen vom Platz Schuster und Lothar Matthäus. Bernd Schuster hatte von sich gesagt, er sei kein Mann nur für eine Halbzeit. Ich bin gespannt, ob da nicht das nächste Missverständnis bereits vorprogrammiert ist, nachdem Schuster hier nicht die vollen 90 Minuten spielen durfte. Aber wenn wir seine Leistung ehrlich beurteilen, dann ist diese Auswechslung nicht nur verständlich, sondern sogar zwingend notwendig. Also neu in der Mannschaft Stefan Engels, der 22-jährige Kölner. Und in seinem ersten Länderspiel Rudi Völler von Werder Bremen. 6 Tore hat in der Bundesliga bisher geschossen, obwohl er eine lange Verletzungspause hatte. Und Jupp Derwall sieht in ihm den Mann der Zukunft, vielleicht der Fischer oder Rubech, in der mit Sturm mit das vergessen machen soll. Ich bin gespannt, ob die Maßnahme von Jupp Derwall Früchte tragen wird. 17 Minuten bleiben noch. Die Möglichkeiten, also dieses Ergebnis zu verbessern, sind noch da. Foul an Allof. Vom 1. FC Köln jetzt in der Mannschaft. Die Kölner sind so etwas wie das Rückgrat der Nationalmannschaft geworden. Litbarski und Fauland Völler, das der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Handspiel. Handspiel von Bernforster und gelbe Karte. Die zweite gelbe Karte also in diesem Spiel. Eine für Nordirland. Eine für Darmstadt. Rummenigge. Riegel. Völler in der Sturmmitte. Rummenigge. Noch immer Rummenigge.
Und sechster Eckball für die deutsche Nationalmannschaft. Nein, der Schiedsrichter entscheidet gegen die deutsche Nationalmannschaft, entscheidet auf Freistoß, während McIlroy auf der deutschen Seite noch verletzt am Boden liegt. Auch hier wird es eine Auswechslung geben. Billy Bingham bereitet hier den Wechsel vor. McIlroy nach einem Zusammenprall mit Rudi Völler verletzt am Boden. Und mit der 14, da läuft sich warm David McCreary. 25 Jahre ist er alt, von Newcastle. Dies wäre sein 45. Länderspiel. Auch er gehört zum Stamm der WM-Mannschaft aus Spanien. Terry McIlroy spielt also zunächst weiter. Und Abschlag von Jim Platt. Ein sehr wendiger, antrittsschneller Spieler. Ich bin gespannt, ob er hier mehr Gefährlichkeit in den Sturm bringen kann. Lisarski. Kalt. Nun schlechte Flanke des Hamburgers. Er sollte näher in Richtung Tor gehen und dann aus den Rücken der Abwehr herausflanken. Geht das beim HSV sehr hervorragend. Neuer Ball, denn der andere ist wohl über das Tribünendach geflogen. Dieser Einwurf. Brotherson, Hamilton in der Mitte. Ja, und da links ist Stuart ganz frei, den hatte Brotherson nicht gesehen. Rummenigge, nicht erreicht dieser Ball. Er gewinnt einfach nach dem Aufsitzen so viel Fahrt. Stefan Engels bietet sich an, ja, da müsste man bei Kals legen, ja, ein bisschen schneller abspielen. Kals, Engels. Und der junge Kölner geht zunächst mal auf Sicherheit. Pass auf Rummenigge, aber erneut dasselbe Problem. Immer wenn der Ball aufsetzt, wird er so schnell, dass er nichts erreichen wird. Halt.
Keim der deutschen Nationalmannschaft noch die erste Niederlage im ersten Europameisterschaftsqualifikationsspiel abzuwenden. Jupp Derwall an der Laufbahn gibt Anweisungen, versucht die Spieler zu motivieren, ihnen Orientierungshilfen zu geben, damit das Spiel endlich etwas planvoller wird. Klarer Balleinwurf Nordirland. Der tat sicher gut daran, diesen Drohne-Zweikampf durch einen Sprung aus dem Weg zu gehen. O'Neill, Brotherson und Briegel hat aufgepasst. Mit Barski links geht Völler mit. Der Bremer ist schnell, ist trickreich. Vorbei am ersten Mann. Der mir sehr gut gefällt, er hätte jetzt direkt spielen können. Stattdessen ließ er Hamilton ins Abseits laufen, Neuaufbau also. Seit ein bisschen am Ende ihrer Kräfte. Vielleicht hilft den Deutschen die größere Kondition, eine Niederlage noch abzuwenden. Kalt beim siebten Eckball, wenn ich richtig gezählt habe, für die deutsche Nationalmannschaft. Und aber hier haben sie diesmal gegenseitig Striegel und Rummenigge. Der beherzte Weitschuss von Kalt und die große Rettungstat von Jim Platt. Rummenigge auf der Gegenseite läuft der nächste Angriff. Gefährlicher Aufsetzer, den Jim Platt gerade noch mit den Beinen stoppen konnte. Der Ball rutscht ihm über die Hände. Deutschen langsam weg. 6,5 Minuten verbleiben noch. Von Nietzsche. Brotherson. Jimmy Nickel, der rechte Außenverteidiger. Und Hamilton. Whiteside. Gefahr noch immer nicht vorbei. Ian Stewart. Schön, gefühlvoller Ball auf Hamilton. Und Alof muss sie am eigenen Strafraum klären.
Karl-Heinz Rummenigge hat heute mit seinen Aktionen kein Glück. Immer wieder rennt der Münchner Kapitän sich fest. Der Wind wird immer heftiger, der Regen immer schlimmer, der Boden immer tiefer. Sehen Sie, wie der Eckball reinkommt. Der Wind. Flat. Schwer anzunehmen, der Ball. War noch nicht beseitigt. Kalt. Und Arnold mit dem rechten Fuß. Raffinierter Eckball von Karl-Heinz Rummenigge, der den Wind mitberechnet, den Regen. Und Wim Flat, der diese Ecke fast hinterließ. Schauen Sie, wie extrem er den Ball anzieht, hoch in den Strafraum und wie er sich hineindreht. Völler, der nachsetzt. Kalt. Und dann klärt sich die Situation und Gegenangriff. Werden jetzt rückwärts spielen. Verständlich hätte das nichts an ihrer Stelle. Ian Stewart. Kalt bleibt Sieger. Schumacher sollte vielleicht einen Ablass probieren. Rücken. Schnelles Überbrücken des Spielfeldes. Rummenigge, Briegel, Rummenigge. Nachsetzen, 2 Minuten bleiben noch. Und der Konter, 2 gegen 2, Hamilton. Klaus Allof. Ja, ein schlechter Pass. Jupp Derweil, der hofft, dass in den letzten 1,5 Minuten vielleicht doch noch zumindest der Ausgleich möglich ist. Rummenigge, gefährlicher Rückpass. Völler hatte das geahnt, aber 1, 2 Schritte zu spät und Flat lässt sich Zeit. Gleich 5 Deutsche im Abseits, 5 deutsche Spieler im Abseits. Und Flat dreht eine Ehrenrunde über den Ball, während sie den Linienrichter sehen. Die letzte Minute ist angebrochen, vielleicht mit Schiedsrichter Nyos wegen der Auswechseleien. Und der Verletzungspause ein bisschen nachspielen. Obwohl der Schiedsrichter weiter spielen lässt. Brotherson stand da ganz klar im Abseits. Und Förster erklärt hier auf Kosten einer Ecke. Ja, das Spiel ist gelaufen, da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Die Nordiren werden gewinnen durch ein Tor von Ian Stewart mit 1:0.
die deutsche Mannschaft längst nicht so gut, wie man dies erwartet hatte. Enttäuschendes Spiel von Bernd Schuster, der ausgewechselt wurde. Die gesamte Mannschaft fand eigentlich keine Bindung, fand keine Einstellung zum Spiel der Nordiren. Die aggressiver waren, vor allem im Angriff. Zweikampfstärker. Rummenigge. Das ist Billy Bingham, der Manager des Teams. Das wäre sicher der größte Triumph für die Nordiren, den Favoriten in dieser Gruppe, den Vize-Weltmeister Deutschland, hier zu besiegen. Wir wollen versuchen, meine Damen und Herren, das darf ich Ihnen jetzt sagen, unmittelbar nach Spielende ein Interview mit Trainer Jupp Derwall zu machen. Dazu muss ich aber hier vom Tribünendach zu einem kleinen Verhau heraus runterklettern und ans Spielfeld kommen. Das wird 2-3 Minuten dauern. Trotzdem versuchen wir es abgesprochen, haben wir das Interview mit Trainer Jupp Derwall. Ich bin gespannt, wie er auf diese 90 zurückliegenden Minuten reagiert, wie er dieses Spiel analysiert. Das müsste die letzte Aktion sein, es läuft die 92. Minute. Schumacher und weiter Abschlag. Rummenigge. Ja, und der Ball, der wird durch den Rückenwind so schnell.